Hallo und herzlich willkommen hier bei Butterfly. Ich bin der Lutz und es wird mal wieder Zeit für Star Trek, die offizielle Raumschiffsammlung. Und zwar einer Sonderausgabe K7. Da haben wir das Heft. Und naja, zuallererst kam ja das hier. Ja, das ist der Grund, warum ich das nicht ins Bild geholt habe. Das gute Modell in seiner Verpackung ist gigantisch. Kommt das wieder auf Seite. Ja, ich musste auf das Heft warten und leider hat Eagle Moss zurzeit kein gutes Händchen bei mir. Ja, auf der Rückseite seht ihr es nämlich besser. Warum auch immer, man schickte mir zuerst die Raumstation, das Modell. Und dann kam das Heft später und das Heft, das sah dann ungefähr so aus im Briefkasten. Und dadurch hat das einen schönen Knick bekommen. Eieieiei. Erst verschlampen sie meine Titan. Und dann, kommt das Heft so an. Gut, ich habe es ein bisschen geplättet, sieht ein bisschen besser aus. Ja, die andere Sache ist, wenn wir gerade von uns von der Titan über die Titan unterhalten haben. Ich habe mal eine kleine Anfrage an euch. Kennt ihr zufällig jemanden? Habt ihr vielleicht selber eine Titan? Wollt ihr sie gerne loswerden? Kennt ihr jemanden, der die gerne loswerden möchte? Weil ich bin verzweifelt auf der Suche und die Dinger sind einfach mal schweineteuer. Also nur mal so als Info, 40 Euro waren die ich bisher gesehen habe. Also die Titan, die ist ausgesucht ohne Ende. Und da wollte ich mal fragen, ob ihr vielleicht mir da aushelfen könnt. Eröffnungsgebot ist ein Streifen goldgepresstes Latinum. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Wenn ihr da einen Rat für mich habt, ich habe ja immer auch die Hoffnung, dass ihr irgendwann mal wieder in den Shop kommt, aber ich glaube es halt irgendwie nicht. Vielleicht kommt eine deutsche Version raus, ich weiß ja nicht, ob die im Shop verfügbar waren, deutsch waren. Mal gucken. Aber wenn ihr da einen Rat habt oder solltet ihr gerne eine loswerden wollen, ich bin hier und ich hoffe, ich krieg's einfach für ein bisschen billiger als 40 Euro. Weil 40 Euro ist heftig, muss ich ehrlich sagen. Nur mal so, K7 hat 30 Euro gekostet. Und das ist das, was ich bekommen habe. Nein, aber ja, wenn ihr da einen Rat habt, wie gesagt, schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr da einen abgeben wollt. Es ärgert mich halt richtig dolle. Ich bestell die und 24 Stunden später kriege ich die Nachricht. Ja, nicht mehr vorrätig und so. Danke auch dafür. Gut, jetzt kommen wir aber zu K7, wo sie jetzt schon die ganze Zeit meine Softbox drinne spiegelt. Ja, mal das wunderbare CGI-Modell. Aber das finde ich jetzt hier gerade interessant. Hier steht mal ein bisschen was anderes. Und zwar Föderationsstation. Aktiv 2267 an der klingonischen Grenze. Manager war Mr. Larry. Okay, mal gucken. Es steht das bestimmt hier nochmal. Ja, Spoiler-Alarm. Es steht da tatsächlich nochmal. Also, erster Auftritt war Kenzie Tribbles. Letzter Auftritt war Kenzie Tribbles. Standort K-Sektor. Oh, ich hätte das Fenster zumachen sollen. Ey, verdammte Scheiße. Leitung wie immer Mr. Larry. Einrichtungen, Landung? Was? Einrichtungen, Landung. Okay, ja. Landgang, du Vollpfosten. Einrichtungen, Landgang, Lagerräume, gewerbliche Replikatoren. What? Replikatoren? Im 13. Jahrhundert? Ist ja interessant. Okay, why not? Da haben wir nochmal K7. Ich muss echt mal sagen, das CGI-Modell ist richtig cool. Ich darf mal ganz kurz reinzoomen darf. Guckt euch mal diese Hangarbucht hier an. Oh, ist unscharf. Ja, so ist besser. Das sieht cool aus. Das sieht wirklich richtig, richtig cool aus. Gut, zoomen wir wieder raus. Und dann steht da, die Raumstation K7 lag in einem strategisch bedeutenden Punkt nahe der Grenze zum Klingonischen Reich. Ja. Schirmenplanet, genau. Ich muss mich erstmal überlegen. Die Raumstation kreiste ja in der Nähe des Schirmenplaneten rum. Die ganze Episode drehte sich ja um Getreide, was sie zum Schirmenplaneten schaffen wollten, da von der Station aus. Naja, ich denke mal, den Plot von Kenzie Tribbles zusammenzufassen, ein bisschen sinnlos, weil jeder sollte ja eigentlich diese Episode kennen. Es ist ja immerhin ein Klassiker. Oh, noch mehr Aufbau von K7. Wo ich mal ehrlich sagen muss,
diese Pilzform, die hatte also auch schon K7. Das erinnert mich hier schon ziemlich ans ESD, wenn ich ehrlich bin. So ein bisschen, wenn man sich das mal ganz kurz anguckt, so ein bisschen sieht das aus wie eine Fusion aus ESD und Regulastation. Weil wir haben hier erstmal diesen Standardaufbau mit dieser, ja, ich sag jetzt mal Obststation, die mittlere Sektion und dann hier unten die Hangarbucht. Beim ESD ist ja hier unten der Impulsantrieb drin, der die Station dazu befähigt, im Orbit der Erde zu bleiben. Aber wir haben ja, wie gesagt, erstmal diesen, ich sag mal jetzt einfach mal diesen Drei-Modul-Aufbau vom ESD. Und dann haben wir diese Arme mit zusätzlichen Modulen, in dem Fall drei. Bei Regular sind es ja zwei bzw. vier. Oder Sternbasis 375 oder so. Es ist schon interessant, wie sich da das Design herausentwickelt hat. Für die richtig großen Stationen hat man sich dann dazu entschlossen, bloß diese drei Hauptmodule zu benutzen. Und für kleinere Stationen dann halt diese, ja, Armmodule, sagen wir mal. Finde ich interessant. Gut, dann gucken wir mal weiter. Der Vater von Kenzie Tribbets und K7. Was? Der Vater von K7? Kenzie Tribbets, Autor David Giraud, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, verrät, dass die Geschichte zunächst auf einem Planeten spielen sollte. Ganz ohne K7. Ja, auf dem Schurmenplaneten sicherlich. Oh, da ist was Interessantes. Guck mal hier unten. Da haben wir erstmal Larry. Den alten Larry. So, und dann haben wir hier eine Hangarbucht, wo eine Galileo angedockt ist, wo noch ein Schiff angedockt ist. Und hier haben wir den Aufbau eines Shuttle-Hangars. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist dieses große Schiff da. Spoiler, ich habe mir mal durchgelesen, was zu dem Dings dazu stand, zu dem Bild. Das ist das Schiff von, wie hieß er? Cyrano Jones, glaube ich. Derjenige, der die Tribbets verkauft. Das ist sein Schiffchen. Ist kaum größer als ein Shuttle. Naja, was heißt kaum größer, aber es. Es ist ein relativ kleines Schiff. Kann überall andocken. Ist schon interessant. Naja. Finde ich cool. Im Detail, was man aber leider im richtigen Studiomodell nie gesehen hat. Oder jedenfalls nie. Nicht im richtigen Studiomodell. Das ist ja im richtigen Studiomodell, aber nie in der Episode. Ich glaube nicht mal mit der CGI-Überarbeitung oder später Deep Space Nine hat man das auch nicht gesehen. Die Entstehung von Kenzie Tribbets. Die Star Trek Tribbets begannen ihr Dasein als Plüschtiere auf einem Planeten und setzten sich gegen Roddenberrys Bedenken durch. Oh, hatte der Herr Bedenken gegen eine der erfolgreichsten Alien-Rassen in ganz Star Trek? Okay. Ja, ich spoilere euch jetzt hier nicht. Ja, so, Cyrano Jones, den meinte ich. Das war sein Shuttle-Schiff da eben in der Hangarbucht. Ist schon cool. Ja, ich will euch jetzt hier nicht spoilern, wie das alles entstanden ist, aber ihr kennt ja den drin, ne? Außerdem, ich denke mal, wir alle wollen das Modell sehen, ne? Schon wieder das Problem mit den Tribbets. 30 Jahre nach ihrem Debüt kehrten die Tribbets und K7 zurück, als Star Trek Deep Space Nine der ersten Serie Tribut zollten. Sollten? Sollte eigentlich, oder? Na gut. Wir hatten ja auch noch in Voyager zur gleichen Zeit ein Tribut und zwar mit Tuvok's Flashback, obwohl ich ehrlich sagen muss, Kenzie Tribbets ist einfach um Längen besser. Lichtjahre. Nein, das war Spaß beiseite, ich finde Kenzie Tribbets wirklich besser. Vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, sie haben wohl extra, ich weiß es gar nicht, Greg Jayne baute ein neues Modell vom K7, das für, nochmal ganz kurz, das für alle neuen Effektszenen in immer die Last mit den Tribbets unter der Leitung von Ray Hatzell rechts genutzt worden ist. Also er ist der Leiter, jemand hat das nochmal neu gebaut. Genauso wie ich glaube auch die Constitution, oder? Ja, genau. Außerdem baute der Herr, wartet mal, so kann ich es besser sehen. Jane baute außerdem ein neues Modell von Kirks Enterprise und zwar im Maßstab 1 zu 2 der Originalserie. Er erhielt Unterstützung von Gary Kerr, der als führender Experte für das Originalstudiomodell gilt. Ja. Mir fällt gerade auf, daran hat sich wohl dann auch Cryptic ziemlich sehr gehalten. Mir fällt nämlich hier gerade dieses Detail an der Warp-Gondel auf. Das da. Das erinnert mich hier gerade wirklich an Sto. Weil das Detail ist mir nie vorher aufgefallen, meine Güte, mein Deutscher. Bis es bei Sto rauskam, das Schiffchen, die überarbeitete Fassung, da hatten sie auch dieses
Detail hier an der Rock. Und wie gesagt, ist mir vorher nie aufgefallen, dass das da ist. Gut. Das war's schon. Ja, das war's, Leute. Das war das Heft. Dann sehen wir uns gleich beim Modell wieder. Da ist schon wieder das Modell. Ja, das ist eine fette Verpackung. Dann öffnen wir die mal und dann sehen wir, dass es ziemlich schwer aufgeht. Alter. Alter. Jetzt habe ich eine Ecke. Jawohl. Da sehen wir Styropor. Und dann nehmen wir mal das Styropor hier. Alter, meine Fresse, wer hat denn das verpackt? Ich, weil ich neugierig war. Da ist sie nämlich. Ich habe sie mir nämlich schon mal angeguckt. It that geil. Jetzt schon. Dann holen wir mal das Ding raus. Ziemlich viel Styropor für so ein kleines Ding. Ta-da-da-da. So. Nehmen wir mal K7. Stellen die jetzt vorsichtig hier hin. Dann haben wir hier wie immer den Ständer. Da steht es auch nochmal. Ich fokussiere es nochmal. Wupp. Space Station K7. Okay. Und dann haben wir hier noch den Ständer. Gut. Dann kommt das Styropor hoch. Jetzt bin ich voll gegen das Mikrofon gehauen. Und das Styropor da erstmal so rein. Ich werde das dann nachher eh wieder alles original verpacken. Auf Wiedersehen. Du da. So, Ständer kommt jetzt erstmal hier hin. Weil hier rum geht es. Oh yeah. Wunderbar, wir haben hier oben schon mal United Federation of Planets K7 stehen. Wir haben hier eine Antenne. Oh, muss man mit Vorsicht genießen. Hier haben wir KA, KB, KC. Also hier sind die Ladebuchten, so wie es aussieht. Mhm. Unten haben wir das Shuttle Hangar. Ich zoome mal ein bisschen rein. Ja, da sehen wir schon. Angedeutet ist das Hangar. Da sind sogar Türen. Das seht ihr bloß, glaube ich, gerade schlecht durch die Beleuchtung. Ja, das seht ihr wirklich gerade ziemlich, ziemlich schlecht. Aber hier sind tatsächlich auch im Hintergrund zwei Türen eingearbeitet worden. Hübsch, hübsch. Hm. Hier sind irgendwelche Deckplatten. Ich muss echt mal sagen, für so ein 60er-Jahre-Modell ist das echt krass detailliert. Gefällt mir. Boah, das ist richtig schwer. Also, der Pilz hier oben ist Plastik. Die Arme sind Plastik, aber die Module hier auch. Das hier ist quasi Plastik. Die beiden hier, das hier ist alles Plastik. Das hier, das hier, das hier. Aber die hier sind definitiv Metall. Ja, ist interessant, der Metallanteil ist hier nicht so hoch. Aber der Anteil, der hier drin ist, macht das Ding richtig, richtig schwer. Wahrscheinlich wäre das hier. Au! Alter, damit kann man jemanden erschlagen, so hart ist das. Hier unten, das Modul, Alter. Das ist massiv gegossen. Ach ja, hier hinten haben wir den Speicher für das Getreide. Aha. Ja. Spoiler-Alarm, da kommen wir ja auch noch in Elite Force hin. In Elite Force 2. Ja. Das Problem ist jetzt wirklich, zoomen wir nochmal ein bisschen raus. Euch noch mal einen Gesamteindruck verschaffen. So, jetzt sprechen wir mal darüber. Was sehen wir denn hier? Farbapplikationstechnisch ist jetzt hier relativ wenig los. Es ist ja ein 60er Jahre Design, da war ja nicht viel mit Details und habt ihr nicht gesehen. Wir haben hier erstmal einen grauen Paint Job grundsätzlich. Wir haben hier Fenster. Wartet mal, ich zoome mal wieder rein. Bisschen. Ja, diese Fenster sind gestanzt worden und dann hat man doch da tatsächlich geschafft, da auch vernünftig den Paintjob drauf zu bringen. Ich bin ja baff. Wir haben die Kerze hier für den United Federation of Planets, K7, KC, KB, hier vorne die meine ich. Wunderbar, hier haben wir noch mehr Fenster. Also die Fenster, die haben sie wirklich gestanzt und dann mal vernünftig drauf gedruckt. Das ist ja unglaublich. Krass. So, wir haben hier eine grüne Farbapplikation hier oben für die Spitze. Und die beiden anderen Module sind beide rot. Taktisch, Vergnügung, Command. Command ist ein, ja, bläuliches, dunkles Grau und die Antenne ist einfach mal gelb. Oh, wartet mal. Die Antenne
hier quasi der Hauptkörper der Antenne. Der ist auch blau, wie hier die Spitze des Kommandozentrums. Hübsch. Aber das war's auch schon mit der Farbapplikation. Doch, hier ist noch eine kleine. Hier. Krasser Scheiß. Was? Hier. Da ist auch noch ein bisschen was. Also viel los ist hier nicht. Decal-mäßig, wie gesagt, haben wir eigentlich bloß die Schriftzüge. Ja, aber ansonsten ist das Modell echt ziemlich, ziemlich detailreich. Ja. Wir haben hier Muster, wir haben hier die Muster, dieser Plattenaufbau. Die Röhre hier hat im Muster. Hier sieht man aber auch, wo beide Teile zusammengeklebt worden sind. Das Hangar hat hier verschiedene Platten. Oh, hier haben wir noch mehr Farbindikationen. Okay. Sehr interessant. Durch die Kamera sieht das aus, als hätten sie hier nicht genug Farbe hingesprayt. Kommt so ein bisschen das Gelb durch. Ja, danke, Bus. Leck mich. Ah, ärgerlich, dass ich da das Ding vergessen habe. Ja, und das Hangar, das ist cool. Es seht ihr halt relativ schlecht gerade durch die Kamera. Das Hangar ist eigentlich wirklich verdammt, verdammt cool. Also, ich bin doch schon zufrieden mit dem, was ich hier sehe. Wartet mal, mal gucken. Die steht sogar so. Das ist cool. Gut, dann gucken wir mal. Das müsst ihr jetzt mal live miterleben, wie ich hier den Ständer aus seiner Verpackung hole. Wupp. Wupp. So, da haben wir jetzt hier den Arm. Okay, das sitzt solide. Und K7 kommt jetzt hier einfach so drauf. Richtig? Ich wusste es. Oh. Oh. Es sieht jetzt ein bisschen wackelig aus. Aber der K7, gut, man kann sie drehen so ein bisschen. Okay, zugegeben, aber die sitzt da ziemlich stabil drinnen. Wenn das ein bisschen wackelig alles aussieht, aber die sitzt da wirklich sehr, sehr stabil drinnen. Gefällt mir. Der Ständer ist gut. Wow. Plus eins für den Ständer. Gut, Leute, dann sehen wir uns gleich bei einem Flottenfoto. Oh, freue ich mich da drauf. Da haben wir die Enterprise. K7, die wohl gerade Versorgungsgüter bekommt, so wie es aussieht. Die Klingonen sind hier, wahrscheinlich um Verhandlungen zu führen. Man weiß es aber nie, weil. Warum sind die Romulaner hier? Was suchen die Romulaner hier? Hat der Teich ja irgendwie Interesse hier an dieser Konferenz? Oder vielleicht auch an dem Frachtschiff? Moment mal. Was sucht die denn hier? Nicht der Feind? Kann das sein, dass Sisko und Konsorten gerade in der Zeit zurückgeworfen worden sind? Kann es sein, dass hier an Bord diesem Schiffes Kodas ist? Und haben die Romulaner vielleicht doch Interesse an den Tribbets? Man weiß es nicht, man munkelt nur. Wie gesagt, was suchen die hier? Ja, offensichtlich, jetzt ist ein Deep Space Nine Easter Egg, was ich da hingepackt habe. Ja, ich muss ehrlich sagen, mir macht es gerade hier unheimlich viel Spaß, mit dieser Flotte hier so ein bisschen rumzuhantieren. Ich denke mal, um mal ganz kurz meine Schiffsauswahl zu, ja, kredenzen. Ich denke mal, warum ich die Enterprise und den Schlachtkreuzer gewählt habe, ist offensichtlich. Ne? In beiden Folgen, egal ob in der Deep Space Nine Variante oder im Original, waren die Klingonen und die Enterprise bei K7. Der Bird of Prey ist offensichtlich. Ich meine, wir haben hier das wohl ikonischste Star Trek Raumschiff, das ikonischste Klingonen Raumschiff. Da muss natürlich auch der Bird of Prey her. Das ist ja logisch. Ich habe mich hier für den Antares-Frachter entschieden. Ich habe erst noch überlegt, hier auch noch Botany Bay mit hinzustellen. Nur, ich gebe zu, ich finde den Antares-Frachter so als Frachtschiff im Allgemeinen ein bisschen besser. Und ja, Botany Bay ist ja sehr, sehr oft noch in TOS genutzt worden als Frachtschiff. Da finde ich echt, dass die Antares vielleicht hier auch mal ihre Glanzstunde erleben kann. Und die andere Sache ist, Botany Bay ist ziemlich groß. Das muss man auch mal noch, das muss man auch noch mal dazu sagen. Ja, und wie gesagt, die Defiant, mir ging so durch den Kopf, als ich es aufgebaut habe. Ey, komm, lass uns die Defiant hier noch mit hinpacken. Einfach bloß so als kleines Easter Egg. So ein bisschen am Rand. Und ihr müsst euch jetzt einfach vorstellen, die Defiant ist auf Tarnung und der Bird of Prey auch. Ja, gut. Aber jetzt kommen wir erstmal zum eigentlichen Geschehen. Und zwar K7. Hier nochmal in voller Pracht. Hilft echt auch nochmal mit der Enterprise gemeinsam.
Ja, das hat schon was. Da nochmal mit dem Klingon. Hübsch, hübsch, muss ich ehrlich schon so sagen. Gefällt mir. Das gefällt mir echt ziemlich, ziemlich gut. Gut, tut mal gucken. Ich stelle die Romulaner hier auch nochmal so ein bisschen mit drauf. Ja, Tatsache. So mal so damit rumspielen, das macht mir ja wirklich unheimlich viel Spaß, ohne Frage. Ja, können wir hier noch so ein bisschen? Ja, können wir. Wunderbar. Hui, nochmal eine ziemlich wackelige Kamerafahrt. Einmal hier so drumherum. Kommt noch einmal mit der Enterprise zum Abschluss. Jawohl. Halbwegs jawohl. So ist das. Kommen wir zum Fazit von K7. Heft. Ich finde es sehr interessant, dass wir da wirklich sehr detaillierte Einblicke in die Entstehung der Folgen finden. Also in die Entstehung von Kenzie Tribbles und immer die Last mit den Tribbles. Finde ich sehr, sehr schön. Auch wenn der Part über die Station bisschen mager ausfällt, ne? Ja, aber okay. Zum Modell. Das Modell ist gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist gigantisch, es ist detailliert. Also die Details im Modell selbst sind gut, ohne Frage. Mir fällt gerade auf, mein K7 hat da oben kleine Kratzer, WTF. Nichtsdestotrotz. Wie gesagt, ich habe das hier für 30 Euro gekauft und ich muss ehrlich sagen, irgendwie fehlt mir hier ein bisschen was. Es ist eine Station aus den 60er Jahren. Das muss man halt dazu sagen. Ja, und wir haben hier die Designs, den Bird of Prey. Gut, bei dem ist ein bisschen mehr los. Wir haben die Enterprise, wir haben den D7. Ja, die sind alle so ein bisschen schlechter, aber irgendwie ist für den Preis, wenn das jetzt hier ein normales Modell gewesen würde ich sagen, gut. Für den Preis fehlt aber ein bisschen was, wenn ich ehrlich bin. Ja, gut, kann jetzt auch nur meine Meinung sein, weil das hier so ein bisschen vom Baum gelaufen ist, dass ich vielleicht jetzt nicht ganz objektiv bin. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist ein gutes Modell. Es ist ein gutes Modell, ohne Frage, es ist detailliert. Aber es könnte vielleicht noch ein Schlag sein. Wisst ihr, so ein ganz kleines bisschen. Was ich euch empfehlen, ist zu kaufen, eher nicht. Wie gesagt, es ist eine gigantische Ausgabe, ohne Frage. Es ist wirklich eine der größten Ausgaben, die ich bisher erhalten habe. Es ist eine Special-Ausgabe, die kostet nur mal 30 Euro. Ich glaube jetzt sogar 31 Euro oder sowas. Nichtsdestotrotz möchte ich offen sein. Ich weiß nicht. Ich finde die unheimlich cool. K7. Ohne Frage, aber ja, müsst ihr entscheiden. Ich kann es nur nochmal betonen. Gutes Modell. Ich finde sie cool. Aber wenn das so. Ihr müsst euch überlegen, ob ihr es holen wollt. Ja. Aber hier so eine kleine TOS-Flotte zu haben, sieht halt wirklich schon unheimlich cool aus und macht schon unheimlich was her. Ja, also K7 ist gut, ohne Frage. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei den regulären Ausgaben. Bis dahin, Schausen!